Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, kann das jetzt liebend gerne machen. Würde mich total freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, wenn ihr ein Like da lässt. Und ja, wie gesagt, da macht es dann viel mehr Spaß, solche Videos für euch zu drehen. Jetzt fangen wir direkt an, um was soll es heute gehen. Ich nehme euch jetzt 2 Tage lang mit durch meinen Tagesablauf. Wir werden Spiele abholen, wir werden Rechner abholen, wir werden sehr, sehr viel sourcen. Ich nehme euch mit, ich zeige euch auch die ganze Ware, was wir bezahlt haben. Und ich zeige euch auch am Ende vom Video, wie man Automatisierungen mit einbaut. Ich zeige euch im Programm, wie ihr euren ganzen Prozess automatisieren könnt. Das meine ich damit, einer kauft bei euch bei eBay, es wird automatisch die Rechnung gedruckt, es wird automatisch die Rechnung versendet, es ist alles automatisiert drin, es wird ein Versandlabel automatisch gedruckt. Da zeige ich euch im Programm, wie das funktioniert, wie das dann ganz genau funktioniert, das dann in anderen Videos, wenn ihr das gerne sehen wollt, wie gesagt, da am Ende dieses Videos mehr dazu. Und jetzt fangen wir direkt an, ich brauche nicht mehr zu viel labern, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Vlog, meine Freunde, wir sehen uns dann, bis gleich. So, meine Freunde, bevor wir jetzt losfahren und wir versuchen, Spiele abzugreifen bzw. zu einem Deal fahren, den ich schon klar gemacht habe, will ich euch kurz den Inhalt dieser Boxen zeigen. Also ich mache die jetzt ganz kurz auf und dann sage ich ein paar Worte dazu. Hier handelt es sich um McLaren Senna Speed Champions, wie ihr sehen könnt. Hier in diesen 3 Boxen, also in der oberen und in den unteren 2, sind 250 Stück drin. Wir haben, also die Leute, die mir auf Instagram folgen, gerne könnt ihr mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich schon mal 250 von denen geordert habe. Und hier sind nochmal 250 drinnen. Warum haben wir die gekauft, weil die so enorm, enorm günstig sind? Also wenn wir die zum UVP verkaufen können, machen wir enorm, enorm guten Gewinn. Einige davon gehen auch direkt an die Mitglieder weiter, also die geben wir 1:1 weiter. Hier seht ihr die anderen 2 Schachteln und ja, wie gesagt, richtig, richtig cool. Der Zustand sieht auch, wie ihr sehen könnt, 1A aus bei den Teilen und wir haben die halt wirklich deutlich, deutlich unter UVP bekommen. Ich will das keine Preise nennen. Und wo haben wir die bekommen? Wir haben die bei einem Großhändler gekauft, die haben da einen Restposten aufgekauft. Wir haben 500 Stück gekauft. Und ja, wie gesagt, richtig, richtig nice. Dann wollte ich schon losfahren zum Deal und habe noch ganz kurz einen Alert in der Discord-Gruppe bei uns bekommen, dass ein Preisfehler auf Amazon vorhanden ist und habe natürlich dann direkt diesen Rechner geordert. Und ihr werdet euch denken, okay, was kostet so ein Rechner mit einem Preisfehler? Also der hier, den haben wir, hat ein i7-9700K, also richtig ein High-End-Gerät eigentlich. Den haben wir für 14 Euro ordern können. Ich glaube 14 Euro, ich zeige es dir dann gleich her. Natürlich, also für 15 Euro und 43 Cent ganz genau. Natürlich kann man noch immer eine Stornierung bekommen. Ein paar haben schon eine Stornierung bekommen, also ich noch nicht. Ich bin gespannt drauf. Ja, wie gesagt, ob das Teil kommt, ob es noch storniert wird. Wahrscheinlich wird es storniert, aber schaut auch auf solche Preisfehler, meine Freunde. Und jetzt fahren wir direkt los zu unserem ersten Deal. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er so hat und ich nehme euch natürlich mit, meine Freunde. So, meine Freunde, direkt dort angekommen habe ich natürlich mal die Games, die er für mich zusammengesucht hat. Alles Mögliche von PS1 bis PS4, Nintendo Entertainment System, PS2 und auch ein paar Konsolen hatten wir noch mit reingelegt. Also hier ein Nintendo DS, hier ist ein NES-Spiel und hier ist noch eine PS2, die ein bisschen zerkratzt leider ist. Müssen wir schauen, ob man die noch ein bisschen aufbereiten kann. Auch die Super Nintendo, die ihr jetzt gleich sehen werdet, hat einen Cut, aber ich habe noch ein Wechselgehäuse, wo es nicht mehr funktioniert. Und da kann man das perfekt zusammenbauen. Kann ich mal ein Video dazu machen, wie man das dann wieder aufbereiten kann. Die funktioniert, hat aber hier vorne einen Cut. Und ja, wie gesagt, PlayStation 1 Spiele, alles mögliche hat der dabei. Und ich habe einfach nur unter 1 Euro pro Spiel bezahlt. Und die Konsolen gratis. Also auch hier der DS Lite, der normale DS, die Super Nintendo, die PS2, alles sozusagen in Anführungszeichen for free. Also die Konsolen hat er nichts verlangt. Nur ungefähr 80 Cent pro Spiel habe ich dann schlussendlich bezahlt. Bei den Game-Spielen waren leider ein paar, oder ein, zwei waren defekt. Pokémon Rot war leider dabei defekt. Wie erkennt man das? Die Farbe ein bisschen zu hell, die Schraube hinten nicht passend, das Nintendo-Symbol nicht drauf. Kann ich gerne mal ein Video dazu machen, wie man gefakte Spiele erkennt. Dieses hier war übrigens original und das hier ist gefälscht. Also das Pikachu, das Gelbe ist original, aber das Rote leider gefälscht. Als es dann zur Preisverhandlung ging, wollte er einfach 50 Euro mehr haben. Ich habe gesagt, nee, das geht nicht, hast du nicht noch irgendwas? Und schlussendlich hat er mir die Mappe hier dazu gegeben. Das bedeutet, die Mappe ist ungefähr, wenn ich das so durchgeschaut habe, auch ungefähr ein 50er Wert. Ich bin wieder bei meinem Preis, nur so als kleiner Tipp. Schaut, dass ihr dann noch irgendwas oben drauf bekommt, zahlt dann den Preis und so bin ich gut ausgestiegen. Dann am Ende hat er mir noch so eine Minifigursammlung gezeigt. Für mich nicht so interessant zurzeit. Vielleicht jemand von euch Interesse dran, dann schreibt es in die Kommentare und wir kommen sicher ins Gespräch. Ich kann euch die klar machen. Einfach in die Kommentare schreiben, dann können wir drüber reden, meine Freunde. So, meine Freunde, der erste Deal ist unter Dach und Fach
Und ja, 80 Cent pro Spiel plus die Gratis-Konsolen nehme ich natürlich gern mit. Da machen wir einen super, super Gewinn. Und ja, wie gesagt, richtig, richtig cooler Deal. Was will ich euch jetzt dann noch mitgeben aus dem ersten Deal? Was konnte man lernen, um einfach auch noch Mehrwert an euch weiterzugeben? Nicht nur zu zeigen, okay, ich habe das und das gekauft, sondern auch, um euch natürlich was mitzugeben, wo ihr was lernen könnt, wo ihr halt sagen könnt, okay, das kann ich vielleicht mal anwenden. Und ja, wir kommen zu den Karten. Warum habe ich mir die Karten auch mitgenommen? Weil er einfach nicht runtergehen wollte. Ich wollte 50 Euro weniger bezahlen, er wollte 50 Euro mehr haben sozusagen. Wir waren da in so einer Zickmühle. Was habe ich dann angewendet? Eine Strategie, die ich oft anwende in Anführungszeichen. Ich habe gesagt, okay, hast du nicht noch was, was du drauflegen kannst, dann bezahle ich die 50 mehr. Und schlussendlich ist diese Kartenmappe hier geworden. Er wollte dann 70 mehr, aber dann ist er auf die 50 dann doch eingestiegen. Hier sind 8 weiße Drachen drinnen, 6 weiße Drachen, dunkler Magier und so weiter. Also die Drachen und der Magier allein bringt schon einiges ein. Und die ganze Mappe wird ungefähr so einen Wert zwischen 50 und 70 Euro haben. Natürlich habe ich da auch Einstellarbeit. Natürlich ist das alles mit Arbeit verbunden. Aber wenn ich das Positive daran sehe, okay, ich kann hier Bewertungen farmen. Die Karten sind in einem super Zustand, also near mint die meisten. Und ich kann Bewertungen farmen, habe wieder mehr Artikel, mache mehr Leute auf meinen Shop aufmerksam. Plus habe ich das Geld eigentlich bekommen. Also ich habe dann doch meinen Preis getroffen. Ich habe halt einfach die Mappe statt dem Geld bekommen. Natürlich muss ich das verkaufen, wie eben schon erwähnt. Aber das ist nur so ein kleiner Tipp. Schaut, wenn ihr irgendwo in so einer Verhandlung feststeckt, dass ihr euch das Ganze dann so irgendwie holen könnt. Eventuell mit noch einer Beigabe und so weiter. Da gibt es noch ein paar andere Tricks. Aber wie gesagt, ist sehr, sehr gut aufgegangen. Dann wird sich der eine oder andere fragen, okay, war das jetzt ein Privater, war das ein Gewerblicher? Das war ein Privater, sagt er zumindest. Und auf jeden Fall, da ist es ganz, ganz wichtig, holt euch so einen Einbilligblock. Einbilligblock, ganz, ganz wichtig. Er hat mir das sogar unterschrieben und ich habe es ihm sogar mit Online-Banking überweisen dürfen. Er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Da habe ich dann reingeschrieben, aufkaufen oder Aufkauf einer privaten Sammlung. Auch mit dem Vermerk Buchung zum 17.08. Unterschrieben. Er hat es unterschrieben, ich habe die Buchung vermerkt, habe den Preis reingeschrieben und das kann ich sehr, sehr gut abheften. Wie gesagt, ist einfach so ein Kassabuch. Kann ich euch gerne unten verlinken, wenn ihr wollt. Dann das nächste zu den gefakten Spielen will ich auch noch ein bisschen was sagen. Wie kann man jetzt so gefakte Spiele erkennen? Ja, ich habe hier ein originales Spiel, ich habe hier ein gefaktes Spiel. Jetzt zeige ich euch mal das gefakte Spiel. Natürlich, bei dem ist es sehr, sehr einfach. Ich hoffe, die Cam fokussierter. Ich weiß nicht genau, egal. Auf jeden Fall oben das Nintendo hier nicht drinnen. Die Schraube hinten ist meistens ein sehr, sehr gutes Indiz. Die Farbe passt nicht genau. Ja, da gibt es noch ein paar ganz, ganz gravierende Unterschiede. Das ist viel, viel schwerer, meiner Meinung nach. Und ja, ihr könnt euch mal so ein originales dann anschauen und ein gefälschtes. Hinten steht hier Made in Japan und bei dem einen steht gar nichts drauf, dass die Einbuchtung gar nicht. Am besten, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt euch in zwei, drei verschiedenen, also vielleicht in einer roten Farbe, in einer gelben Farbe und in einer grauen Farbe, nehmt euch ein originales Spiel mit, wo ihr wisst, okay, das Ding ist original und dann könnt ihr immer vergleichen. Und wenn ihr so einen Vergleich habt, dann fällt sofort auf, meine Freunde. Aber lasst euch da nicht über so hauen, fragt da auch mal nach, weil wenn es dann gefälscht ist, könnt ihr sagen, oh, du hast mir doch gesagt, das ist original. Dann könnt ihr ein bisschen reklamieren, aber geht da auf Nummer sicher, fragt nach. Checkt das Ganze durch. Wenn ihr mal ein Video haben wollt, wo ich euch zeige, wie man ganz genau so ein Gameboy spielt, da kann ich auch mit euch eins aufmachen. Auch bei einer N64, Super Nintendo und so weiter kann ich euch das zeigen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache liebend gerne auch solche Videos, wie man solche Fakes entlarven kann, erkennen kann. Ja, jetzt geht es direkt weiter mit dem Video. Ich hoffe, ihr seid noch immer gehypt. Es gibt noch einen Deal, einen heftigen Deal, einen Computer-Deal holen wir noch ab. Also bleibt bitte dran, meine Freunde, und am Ende zeige ich euch dann die Automatisierung noch, welche Software das gibt. Wir sehen uns dann. Bis gleich. So, meine Freunde, im Lager angekommen, habe ich dann das alles, was wir bekommen haben, auch das vom Flohmarkt letztens, in das Regal geräumt, wo ich die Waren lager, bevor wir die dann ins System einpflegen, dann listen und so weiter. Das würde ich euch auch empfehlen. Schaut, dass ihr irgendwo so ein Regal habt, einen Platz habt, wo ihr die Sachen hingebt, die noch nicht im System drin sind, denn sonst bekommt ihr ein richtiges Problem. Also hier sind die Konsolen beispielsweise, hier die PSP vom Flohmarkt noch, hier die U18 vom Flohmarkt, Xbox normal, Xbox 360, hier auch Xbox 360, die FIFA waren leider auch wieder dabei, aber von denen kann man sich nicht helfen. Ich habe da Gott sei Dank wen, der mir die jetzt abnehmen will. Ich habe leider noch ein paar im Shop gelistet, muss ich dann noch rausnehmen. Und dann haben wir hier Xbox One, OVP sogar ein paar, normal Xbox 360 wieder 360er, dann hier die PlayStation 2 Spiele und hier PS1, N64, dann DS und hier PS3 und PS4 gemischt. Hier sind noch ein paar solche Spiele.
sehen meiner Meinung nach optisch sehr, sehr cool aus. Also die habe ich alle noch dazu bekommen. Und diese ganze Kiste hier, auch lauter Spiele noch drinnen. Ja, wie gesagt, hier, dann das hier. Und darunter ist auch noch eine Box hier, wo auch noch Spiele drin sind. Hier und hier. Also wie gesagt, die werde ich dann auch später noch einordnen, noch checken, ob überall der Code und so weiter dabei ist, ob man die noch verwenden kann. Das muss ich später dann machen. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Ich bin enorm, enorm K.O. Aber wir werden es sehen, meine Freunde. So, meine Freunde, für mich ist es auch dieser Montag zu Ende. Eigentlich ziemlich entspannt verlaufen. Ich bin aber schon übelst müde. Wir haben es mittlerweile 13:30. Ich zeige es euch ganz kurz. Hier seht ihr es, 13:30 Montag. Also jetzt ist schon Dienstag. Und ja, jetzt geht's für mich mal ab nach Hause. Morgen wartet wieder einiges auf uns. Also wir haben einen fetten Deal am Start. Wie gesagt, wir holen ein paar Rechner ab. Ich nehme euch natürlich wieder mit. Das wird jetzt ein bisschen ein längerer Vlog sozusagen. Dann zeige ich euch noch ein bisschen was zur Automatisierung, wie bereits erwähnt. Aber jetzt war es das erstmal für mich. Ich bin übelst K.O. Habe einige Videos noch abgedreht, Fragen beantwortet, alles gemacht. Für Instagram auch noch ein bisschen was. Listings habe ich noch ein paar machen können, leider nicht alle. Aber ja, wie gesagt, geht dann morgen weiter. Freue mich schon total drauf. Und jetzt wünsche ich euch eine angenehme Nacht, meine Freunde. Wirklich, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns dann morgen früh gleich. So, meine Freunde, nun befinden wir uns auf dem Weg Richtung HTL, um die 35 oder 40 Workstations abzuholen. Wir fahren mit zwei Autos. Wir haben nämlich den Bus nicht bei uns zurzeit. Also da gibt es ein paar Probleme. Deswegen fahren wir mit zwei Autos und hoffen, dass wir die 35 Workstations hier reinbringen. Also das ist der Audi und wir haben noch ein zweites Firmenauto sozusagen, wo der Rest dann reinpasst. Ich filme natürlich dann alles, wenn wir es verladen haben. Und wir zahlen pro Rechner, ich habe nochmal nachgeschaut, 12 Euro, also pro Stück ungefähr 12 Euro. Ist eine Workstation mit 4 GB RAM, Quad-Core-Prozessor und da sollten wir einiges rausholen, ja, auf jeden Fall. Und ich werde euch dann gleich noch, wie gesagt, mitnehmen, wenn wir das Zeug verladen und werde dann noch ein bisschen was dazu sagen. So, meine Freunde, jetzt haben wir die Rechner hier eingeladen. Ihr seht es hinter uns, alle Rechner sind im Auto, beziehungsweise die Hälfte in dem Auto, die Hälfte in dem Auto hinter uns. Also, wir haben leider einen Bus, da ist die Batterie defekt und wir haben die noch nicht getauscht. Jetzt, wir haben so einen Lieferbus für normal, aber jetzt sind wir halt mit dem Auto unterwegs. Ich denke, das ist auch in Ordnung so, ist ein bisschen blöd, wie gesagt, einzuladen. Aber für das haben wir halt die Firmenautos auch, muss man auch sagen. Wir nutzen die natürlich für das genauso. Und ja, jetzt fahren wir noch kurz 10 Minuten nach Hause. Es ist echt nicht weit weg gewesen, der Ort, wo wir die geholt haben. Ich darf nicht genau sagen, wo wir die her haben. Da werden die Daten noch gelöscht und dann werden die ja, deutlich, deutlich teurer weiterverkauft. Ich habe auch schon Abnehmer für die erste Hälfte. Und ja, so läuft es einfach, meine Freunde. Richtig, richtig cool. Ich melde mich dann beim Ausladen wieder. Wir sehen uns. Bis später. So, Freunde, ihr seht schon, wie mein Kollege hier ausräumt, während ich noch filme. Als allererster kommen die bei uns in den Raum rein, wo der ziemlich sicher ist, sozusagen, wo die gelöscht werden. Und hier im zweiten Firmenauto, im Skoda, ist auch komplett voll. Die kommen als allererste in so einen Raum rein, da werden sie gelöscht und dann kommen sie erst ins System, weil ansonsten dürfen wir die ja nicht weitergeben. Sehr, sehr gefährlich. Wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig sonst. So, meine Freunde, ich hoffe, ihr seht jetzt ein bisschen, was es ist. Ich bin jetzt in dem Raum, wo die aufbewahrt werden, wo die sicher aufbewahrt werden. Hier ist eine Alarmanlage, hier sind doppelte Türen drin, hier ist eine Stahltür davor. Und im Raum gegenüber, also da geht man nicht raus, sondern da ist man noch im selben Raum, das ist nur das Lager. Da werden die dann einzeln angeschlossen ins System und werden über das Netzwerk gelöscht. Ich habe mal, glaube ich, ein Video gemacht, ich bin mir nicht sicher, wie man die dann löschen kann über das Netzwerk. Und ja, hier sind alle jetzt aufgestellt in diesem Lagerbereich. Und da wollte ich nur ganz kurz zeigen, hier ist auf jeden Fall safe, hier kann nichts passieren. Die Daten sind nämlich hier überall noch drauf, muss man sagen, also die sind noch nicht gelöscht. Die werde ich heute, nachdem ich das Video für euch geschnitten habe, werde ich das Ganze, die ersten schon anschließen und so weiter, den ganzen Prozess durchführen. Das mache ich zum Teil noch, aber auch die Kollegen machen das natürlich auch. So, meine Freunde, jetzt kommen wir zur Automatisierung. Welches Programm gibt es für die Automatisierung? Was kann ich empfehlen? Was ist kostengünstig? Was ist preis-leistungsmäßig einfach am besten? Also wir persönlich haben leider nicht die Möglichkeit damals gehabt, weil Spillbee damals, wie wir gestartet haben, noch nicht so in diesem Umfang gegeben hat. Wir haben das nicht gefunden, beziehungsweise war das auch bei weitem nicht so bekannt. Es geht, wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, um das Programm, beziehungsweise um die Software, um den Dienstleister, wie man es nennen will, Bilby. Was kann Bilby und wie funktioniert das Ganze? Also ich kann euch das jetzt alles kurz erklären in diesem Video und dann könnte ich, wenn ihr das haben wollt, könnte ich eine Videoreihe machen mit 5 bis 6 Videos, wo ich euch ganz genau zeige, okay, erstes Video Anmeldung, zweites Video Rechnungen erstellen, automatisieren, versenden. Drittes Video mit eBay verknüpfen. Viertes Video mit Versanddienstleistern verknüpfen. Fünftes Video
das und das anpassen. Wenn ihr oder Zahlungsabgleich zum Beispiel, Warenwirtschaft, wenn ihr das haben wollt, dann sagt mir bitte Bescheid, indem ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gibt. Also ab 350 Daumen nach oben mache ich so eine Bilby-Videoreihe. Also es bringt nichts, wenn die meisten nicht wollen. Das ist extrem viel Aufwand, das zu machen. Ich mache es gerne für euch. Aber wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann kann ich das gerne machen. Was kann jetzt Bilby bzw. Was könnt ihr euch freuen? Wenn ihr jetzt auf kostenlos testen klickt, habt ihr erstmal 30 Tage lang Zeit, das Ganze einzurichten. Und ich versuche auch die Videoreihe wirklich in 30 Tagen locker. Also das werde ich dann zwischendurch, nicht Dienstag, Freitag, sondern zwischendurch reinhauen. In den nächsten zwei Wochen kann ich das gerne machen. Man kann, wie gesagt, verschiedene Webshops, also seinen Webshop, eBay und so weiter, Amazon anbinden, dann alles über eine Oberfläche abwickeln. Nur ein kleines Beispiel, ihr habt jetzt das angebunden, es kommt ein Kauf, ihr schaut in der Früh nach, die Versandetikette bzw. die Rechnung liegt bereits im Drucker, wenn ihr den Rechner laufen lässt über die Nacht sozusagen. Wenn ihr 10 Verkäufe über die Nacht habt, dann liegen in der Früh 10 Rechnungen dort, die 10 Rechnungen wurden schon an den Kunden versendet, nach Zahlung natürlich, könnt ihr euch einstellen, kann ich euch alles zeigen, 10 Etiketten wurden schon gedruckt und so weiter. Also das ist eine super, super nice Geschichte, in der Warenwirtschaft habt ihr auch dabei. Und der Preis ist maximal, also kann maximal, egal wie viel Artikel ihr versendet, 39 Euro sein. Ihr könnt euch das mal durchlesen. Also maximal 39 Euro und pro Bestellung 7 Cent. Wie gesagt, maximal 39 pro Bewegung 1 Cent, maximal 19 Euro. Also das ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Wenn ihr euch jetzt schon mal anmelden wollt und wenn ihr euch auf die Videoreihe freut, wie gesagt, ich verlinke euch unten Bilby, meldet euch an, klickt auf den Link, meldet euch an und dann mache ich für euch die Videoreihe, wenn ihr das gerne haben wollt. Wie gesagt, Daumen nach oben und ja, das war es jetzt mit diesem kurzen Abstecher zu Bilby, zur Automatisierung. Natürlich, ich könnte jetzt auch die Anmeldung und so weiter zeigen, aber ich glaube, es ist um einiges besser, wenn ich einfach eine Playlist erstelle, wo wirklich Schritt für Schritt für jeden das dann immer nachvollziehbar ist. Ich wollte es euch nur ganz kurz zeigen, weil die meisten ja überhaupt keine Ahnung haben, welche Software, welche Programme und so weiter es gibt. Also meldet euch jetzt schon mal an und wir starten dann ab der nächsten Woche mit Bilby, wenn ihr das wollt, wie gesagt. So, meine Freunde, das war's jetzt mit diesem klitzekleinen Video. Montag, den ganzen Tag, Dienstag ein Stück mitgenommen. Jetzt haben wir es mittlerweile 6:30. Ich werde das Ganze noch cutten müssen. Ich werde das Ganze aber heute noch online bringen. So zwischen 20 und 21 Uhr wird es dann online sein. Wie gesagt, dauert noch ein bisschen. Dann werde ich die ganze Nacht wieder weiterarbeiten. Ich kann auch gerne mal eine ganze Woche einen Vlog machen, damit ihr auch seht, wo ich dann unten schreibe, okay, wie viele Arbeitsstunden ich habe und so weiter. Kann ich gerne machen. Werden immer zwischen 80 und 100 sein. Die letzten 3 Monate so. Was will man sonst in Corona machen, außer sein Business vorantreiben, meine Freunde. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben. Und ja, wie gesagt, die Learnings aus diesem Video, ihr wisst vielleicht, und ich habe euch gezeigt, wie man vielleicht auch so eine Preisverhandlung mit Waren sozusagen ausgleichen kann, mit der Mappe. Natürlich, Eigenbelag habe ich schon öfter erwähnt, vielleicht haben es die einen oder anderen noch nicht genau gewusst, wie das funktioniert. Am besten ist, wenn ihr so viel Infos habt wie möglich, am besten ist, wenn derjenige das unterschreibt. Wenn das nicht unterschreiben will, trotzdem machen, um dem Finanzamt das Glauben nachzuweisen. Dann habe ich euch ja die Gameboy-Spiele gezeigt. Am meisten erkennt man es, wie gesagt, bei der Schraube. Leider fokussiert die Cam nicht. Also die Schraube hier, ist so soll die aussehen und definitiv nicht irgendwie so eine Kreuz- oder Schlitzschraube sein. Natürlich oben das Gameboy muss drinstehen, hinten Made in Japan muss draufstehen, das Gewicht und so weiter habe ich euch auch ein bisschen gezeigt. Dann ganz, ganz wichtig, ich glaube eines der wichtigsten Learnings, Bilby. Ich habe euch, wie gesagt, unten Bilby verlinkt, wenn ihr da mehr zu diesem Thema haben wollt. Ich kann euch ganz genau zeigen, wie das Ganze funktioniert. In kleinen 3-Minuten-Videos kann ich euch das Schritt für Schritt zeigen. Aber wie gesagt, bitte liked das Video, damit ich weiß, okay, weil das Bilby zum Beispiel, das ermöglicht euch, das öffnet euch Türen, glaubt mir. Das ist super, super nice. Ihr bekommt einen Sale, ihr bekommt die Rechnung wird verschickt, ihr habt alles perfekt automatisiert und viel, viel schneller. Gerne mache ich das, wie gesagt, aber zeigt mir auch, dass ihr das haben wollt, abonniert und liked natürlich, meine Freunde. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen angenehmen Dienstag. Ich hoffe, ihr schaut Champions League, ich werde dann im Hintergrund, hier hängt ein riesen fetter 55 Zoll Fernseher, hängt hier genau gegenüber, habt ihr schon mal gesehen, die mich schon länger verfolgen. Dort während der Arbeit, ich liste, schaue mir die Champions League parallel an, richtig, richtig nice. Natürlich gönne ich mir das auch ab und dann wäre gelogen, wenn ich sage, ich schaue nicht Fernsehen oder so. Wenn Champions League läuft, schaue ich mir das an, parallel liste ich natürlich. Und ja, that's it, meine Freunde. Ich hoffe, dieser kleine Video hat euch gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video, euer René. Ciao, ciao.